Christian fragt PietSmiet: Versucht ihr in der aktuellen Lage Energie einzusparen? Falls ja, wie? Ich bin ganz ehrlich, in der aktuellen Lage Energiesparen ist bei mir noch nicht so ganz angekommen. Mein Energieverbrauch hauptsächlich besteht eher aus meinem Rechner, weil ich vieles andere nicht mache. Da wüsste ich nicht genau, wie ich das ändern kann. Ändert aber nichts daran, dass ich mich wahrscheinlich mehr mit dem Thema beschäftigen sollte. Aber habe ich aktuell noch nicht so viel gemacht, wie ich es wahrscheinlich tun sollte, um auch in meiner Funktion hier das irgendwie ein bisschen nach vorne zu bringen. Das sollte ich definitiv nachholen. Nee. Also um da ganz ehrlich zu sein, nicht mehr als sonst. In der aktuellen Lage versuche ich nicht mehr Energie einzusparen. Nein. Jetzt gerade nicht mehr, also nicht besonders, ne? Also klar, man macht halt Licht aus, dann in Sachen, wo du nicht benötigt hast und halt so ganz normale Sachen, die für mich selbstverständlich sind. In der neuen Wohnung, wenn wir jetzt umgezogen sind, sowas wie einen Spar-Duschkopf heißen die Dinger, glaube ich, würde ich erwägen. Es gibt auch noch so andere Sachen, dass man irgendwie Steckdosen mit Schaltern versieht oder sowas, dass die dann, keine Ahnung, Fernseher zieht ja trotzdem noch was im Standby. Also da gibt es zumindest einige Sachen, die da einem aushelfen werden. So genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Ich weiß, dass es einige Sachen gibt und ich denke, bei der neuen Wohnung macht das auch Sinn und auch in der Zukunft, wie wir halt da so sind, weil es wird halt alles teurer. Das ist halt so. Sonst wirst du niemals den Klimawandel irgendwie zusammen umwuppen können. Ja, aber das ist im Vergleich zu dem, was ich alleine durch die Arbeit an Energie verbrauche, echt nicht so viel, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also mit dem Rechner und dem Bildschirm, der Kamera und dem Licht ist der Raum hier, würde ich sagen, bei uns in der Wohnung der mit Abstand am meisten Energie verbraucht. Aber nichtsdestotrotz machen auch wir in den anderen Räumen jetzt eher die Lichter aus, wo wir sie vorher mal vergessen haben. Ich versuche kürzer zu duschen, Hanni auch, wobei die vorher schon sehr kurz immer geduscht hat. Ich war da eher der Typ, der länger geduscht hat. Und solche Kleinigkeiten, ne? Wasser nicht mehr laufen lassen, wenn man sich gerade die Hände einseift, das sind eigentlich so Dinge, die hätte man vorher schon längst tun müssen, wo ich aber dann zu ignorant war, um das vorher zu tun. Und für mich war zumindest das jetzt schon so ein Wake-up-Call. Dass es jetzt nicht so weit geht, dass ich sage, okay, wir stellen unsere Arbeit ein, weil das zu viel Energie frisst oder sowas. Aber so Kleinigkeiten, Kleinvieh macht halt Mist. Aktuell versuche ich nicht proaktiv Energie einzusparen, weil wir sowieso zu viel Strom haben. Wir produzieren im Moment, glaube ich, für 3 Haushalte Strom jeden Tag. Und ja, wir haben halt eine Photovoltaik auf dem Dach. Deshalb brauchen wir da jetzt gerade weniger drauf zu achten, aber ich bin sowieso immer Freund von Licht immer nur anmachen, wenn es nötig ist, bin eh ein Dunkelkind und lange duschen gehe ich sowieso nicht. Also das ist jetzt noch nie so das Ding für mich gewesen, dass ich lange duschen gehe oder krass baden. Ich gehe maximal, weiß nicht, 5 Minuten duschen, Haare einschäumen, Körper einschäumen, abwaschen, das ist halt Duschen. Nicht irgendwie krasser. Von daher, das ist echt überschaubar.